Weiter geht's mit Pokémon Kolosseum. Mir ist aufgefallen, dieses herzlich willkommen zurück. Ich finde das irgendwie dumm. Ich werde wohl jetzt das verwenden, was ich gerade verwenden habe, auch wenn ich es schon wieder vergessen habe. Mein kurzes Zeitgedächtnis weist wieder mal Schwächen auf. Ach, ich habe weiter geht's gesagt, das weiß ich. Nicht schlecht. Ach, der Typ. Was ist eigentlich mit dem Alarm los? Warum läuft der Alarm nicht mehr? Ja, ich muss bestimmt gleich wieder gegen jemanden kämpfen, oder? Ja. Hi there, there's no alarm blaring, but here I'm anyways. Gut, dass sie das anspricht. Also, ich habe mal gehört, das Wort anyways gibt's nicht. Das ist eigentlich anyway, oder? Habe ich mal gehört. Kann doch falsch sein. Das ist so ähnlich wie mit Frühs oder so. Das Wort gibt es eigentlich auch nicht. Oder einzigste, das Wort gibt es auch nicht. Zumindest rein grammatikalisch. Kommt drauf an, wie man die Existenz von Worten begründet. Ja, ich schlaue schon ziemlich viel Müll. Was für ein Zufall! Molot ist irgendwie komplett hässlich, kann es sein. Ich meine, sehr kreativ ist das Vieh nicht. Da habe ich einen Flug-Pokémon. Nee. Nehme ich mal Metagross. Soweit ich weiß, Molot war in der Beta noch nicht dabei. Ha! Dachtest du dir wohl so? Okay, nehme ich das mal so raus. Zuerst du. Tschüss. Und dann du. Tschüss. Ja komm, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Komm schon, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, um gegen dich zu kämpfen. Der Part ging vor rund 3 Minuten los. Also heißt jetzt, der Kampf geht schon ungefähr 2 Minuten 30. Und das ist Zeitverschwendung. Danke. Ich habe gebetet, dass dort kein Trainer runterkommt. Und da ist jemand. Ah! Ah! Okay, es ist doch. Hier gibt es die Dateien nicht. Wie sollen wir noch mehr Pokémon damit. Also Schatten-Pokémon damit machen? Wie hast du dich an mich herangeschlichen? Kenne ich dich nicht von irgendwo? Von dem Bürgermeisters Haus? Ja, das ist nicht grammatikalisch korrekt. Spoiling? Verderben, oder? Du hast Team Cyphers Pläne verdorben, hast du nicht? So wirst du nicht meine Pläne vereiteln. Das ist doch Quilava, 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 Quilava. Amnesia, genau. Genau. Ist es Teil nur Dings Typ Wasser oder? Bitte nerv nicht, okay? Ich kann halt den Surfer einsetzen.
ist ein Problem. Es wäre eigentlich lustig, wenn man bei Doppelkämpfen in Verwirrung auch vom Gegner das andere Pokémon angreifen, sowie bei seinem eigenen Team auch das andere Pokémon angreifen könnte. Eigentlich ist die Idee sogar ziemlich scheiße. Nein. Also ich finde die Idee eigentlich okay. So, hab jetzt nichts dran auszusetzen und was war's mit dir Entei? Was? Das war's doch nicht mit dir Entei. Jetzt war's das mit dir Entei. Tschüss. Komm. Das wird ziemlich. Ich habe noch nie sowas Dämliches gemacht. Komm ich auf die Idee? Ist zu riskant. Ich würde es jetzt machen. Ich meine, es ist eingegraben. Ich kann ihm mit Surfer nichts anhaben. Am Ende ist Molot noch langsamer. So wie ich Molot kenne, ist das langsamer. Okay, es ist nicht langsamer, aber trotzdem. Und der wackt mich gerade ziemlich, kann es sein. Was hat die denn alle mit Mack? Okay, wie mache ich es jetzt? Was mache ich jetzt so? Bist du nochmal in den Timerball? Igelava ist zwar ziemlich cool, aber. Ich muss ehrlich zugeben, es ist von den Attacken her ziemlich langweilig. Also ich hatte Pokémon Kristall mit einem Igelava als Starter, also mit wie heißt das Vieh nochmal? Irgendwas mit F. Auf jeden Fall mit Tornopto durchgespielt und Tornopto hatte kaum Attacken, es hatte glaube ich eine Feuerattacke oder so. Oder zumindest keine, nur eine gute. Das war jetzt echt nicht das krasseste Vieh. Brauchst du dich nicht mehr zurückhalten, bloß. Existenz wurde erfolgreich ausgelöscht. Du wirst niemals ein Admin. Das ist dir sowie mir bewusst. Ach, ich weiß noch, dass ich hier vorbeigerannt bin. Weil hier, der hat ja, also der Typ, der hier stand, hier Professor Kohlbach. Auch bekannt als ein, warum auch immer, da jetzt gerade eine Überblendung war, der hat ja das, diese Karte oder Information oder was das war dort verloren und ich habe es nicht gesehen und bin gegangen und wusste nicht, was ich machen soll. Was doch nicht gerade von hoher Intelligenz zeugt, aber auch nicht von niedriger. Was hast du schon gewusst? Dein PDL kann nicht nur E-Mails, sondern auch digitale Fotos empfangen. Echt? Ich dachte, es kann auch analoge empfangen. Lol. Das ist Knilz. Habe ich jetzt irgendwas gewonnen oder so? Warum dachten die Entwickler sich... Keine Ahnung, was sie sich dachten eigentlich. Es muss doch irgendeinen Grund geben, warum die das eingebaut haben. Aber ich sehe diesen Grund nicht. Warum kommt man jetzt? Jetzt? Damit? Dass man auch Fotos senden kann. Wenn man es dann nicht mal bei der nächsten E-Mail macht, dann lass es doch weg. Hi, ich bin Bit in dem unteren, also die andere. Es gibt das verrückte Gerücht, dass Snag'em Holdouts, ich weiß nicht, was Holdouts sind, bei der Big Snack Machine gefixt wurden. Denkst du, es ist wahr? Kannst du in es sehen?
Soll ich jetzt ins Hauptquartier oder wie? Ich probier's mal aus. Ey, yep. Ich krieg noch eine E-Mail. Hi, das ist Bit von dem Unteren. Ich habe ein paar mehr News. Es gibt ein Gerücht über ein komisches oder ein creepy, ja, wie übersetzt man das? Ein gruseliges Smirgel, also Farbigel und Ursaring. Ich glaube, es ist wert, es auszuchecken. Was bringt mir diese Information? Ja. So, kriege ich jetzt die E-Mail noch irgendwie oder nicht? Oder? Wo soll ich denn jetzt hin? Was wollt ihr von mir? Das ist so bescheuert. Das ist so entbescheuert. Ich werde wohl jetzt wieder woanders hinfahren, um noch eine E-Mail zu bekommen. Hätte man das nicht irgendwie anders lösen können? Ich will mich ja jetzt nicht beschweren, aber... Jetzt kriege ich keine E-Mail. Okay, ich gucke es mir nochmal kurz an. Lol, das hab ich irgendwie nicht bekommen. Snack im Hideout, okay, ich muss wieder ins Hideout. Ich muss wieder ins Hideout. Warum macht ihr das mit mir? Entscheidet euch! Kann ich deshalb mehrmals gegen die kämpfen? Ach, jetzt steht da ein Typ rum, da ein Typ. Der Typ stand vorher nicht rum. Bum, 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 bum. Baila heißt ich. Nein, nicht ich, sondern er sie es. Also er sie tanzt. Das ist Spanisch. Aber das ist nicht wirklich eine sehr sinnvolle Information. Oder vielleicht doch. Für jemanden, der Spanisch lernt, vielleicht schon. Die hat doch jetzt andere Pokémon, oder? Ich habe das Gefühl, sie hat andere Pokémon. Das ist ein sehr guter Effekt, dass das Pokémon da auf der einen Seite, die ich vergessen habe, weil ich nichts weiß, auf der linken Seite, macht seine Augen zu kreuzen, wenn es getroffen wird. Das nenne ich doch mal eine sehr gute Animation. Das ist nicht sehr schlau, aber es stirbt sowieso schon bei Espion, also von daher. Tschüss. Wie es eingeht. Das ist wiederum eine gute Animation. Oder eine lustige, eine durchdachte. Der Witz ist, wenn ich jetzt heilen gehe,
muss ich wieder gegen die kämpfen. Egal, das war's erstmal mit dem Part und dann tschüss.